Heiß oder kalt? Welche Schwangerschaft wird härter sein? Welchen Herausforderungen werden sich die Mädchen stellen? Was haben sie für Geschmäcker? Schaut euch unser neues Video an, um es herauszufinden. Alex ist so kalt. Die Raumtemperatur ist zu niedrig für sie. Vielleicht kann ihr Mann helfen. Ich hab's. Hilft das? Mit dieser Bekleidung sollte es gehen. Es reicht immer noch nicht. Hier ist immer noch kalt. Es muss warm werden. Wow, es ist kochend heiß hier drin. Aber nicht für Alex. Es ist genau die richtige Temperatur. Ross hört, wie sich das Baby bewegt. Er hat völlig vergessen, dass man an einem kalten schwangeren Bauch leicht festfrieren kann. Er wird wohl noch eine Weile so bleiben müssen. Doch Monika hat eine Lösung. Mit einem Föhn geht es wieder. Alex ist zu ihrer Untersuchung gekommen. Eine Ultraschalluntersuchung zeigt das Baby. Unglaublich, das ist eine Chilischote. Alex ist nicht überrascht. Der Arzt sollte aufpassen. Da hat er nochmal Glück gehabt. Alex liebt ihr Baby. Sie schenkt ihm ihre ganze Aufmerksamkeit. Wow, es hat sich bewegt. Arnold will es hören. Vielleicht ist das keine gute Idee. Jetzt brennen seine Ohren. Heute hat Monika Lust, etwas Besonderes zu essen. Aber im Kühlschrank gibt es nur normales Essen. No. Was wäre, wenn... Macht Brei aus Butter, Frischkäse und Lachs. Formt Kugeln. Verziert es mit Crackern und Lachs. Super! Das nenne ich mein besonderes Gericht. Ross will es auch probieren, aber er hätte nicht gedacht, dass es so schmecken würde. Alex und Ani sind in ihrem Lieblingscafé. Aber diesmal hat sie einen ganz anderen Geschmack. Der Chefkoch hat für jeden Gast ein Gericht parat. Das hier ist das Richtige. Gießt warme Sahne in geschmolzene Schokolade. Mischt es. Fügt dann Chili-Stücke hinzu. Dieses Gericht ist so brandheiß. Hier ist das feurige Gericht. Das ist schon viel besser. Oh nein, ein Niesanfall. Arnold hat dem armen Kellner das Leben gerettet, aber er wird davon traumatisiert sein. Mein ist so beruhigend. Das Baby will auch mitmachen. Wow, kalte Magie kann jede Farbe ersetzen. Ihre Malerei sieht wunderschön aus. Vielleicht sollte Alex auch ihre Magie benutzen. Das war eine schlechte Idee. Das Papier fängt an zu brennen. Monika ist gekommen, um herauszufinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wow, ihr Baby ist ein Meister der Verkleidung. Okay, es wird vorerst ein Geheimnis bleiben. Ups, das war peinlich. Während ihr Mann etwas repariert, sucht Alex nach Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Ihre Magie ist besser als jede Technik. Wie geht es Ani? Vielleicht ist es besser, ihn nicht abzulenken. Sie werden ein neues Bügeleisen kaufen müssen. Das Hemd sieht brandneu aus.
Naja, fast. Ups, Alex sollte das nächste Mal aufmerksamer sein. Alex sehnt sich nach ihren Cupcakes. Arnold kümmert sich darum. Aber wie bekommt er sie aus einem Kamin? Mit bloßen Händen klappt das nicht. Wie wäre es mit einem Löffel? Der Löffel kann nur als Brennholz verwendet werden. So funktioniert das nicht. Verwendet Lebensmittelfarbe, um weiße Schokolade zu färben. Zeichnet eine Flamme auf eine Silikonmatte. Lasst es aushärten. Perfekt! Dieses Mal ist er besser vorbereitet. Aber das Baby kann nicht länger warten. Alex nimmt die Sache selbst in die Hand. Jeder hat seine eigene Abendroutine. Verdreht Tortenrandfolie und klebt es mit Klebeband fest. Füllt es mit Schokolade. Schneidet den Überschuss ab und lasst es aushärten. Gießt dann Schokoladenganache hinein. Formt dann aus Isomalt eine Flamme. Und verwendet essbaren Glitzerstaub. Perfekt! Vielleicht will Alex noch etwas essen. Aber Arnold kommt zu spät. Alex hat etwas anderes zum Naschen gefunden. Diese Kerzen sind lecker. Das sieht man. Monika sieht sich ihre Lieblingsserie an. Aber das Baby findet es nicht gut. Er will etwas Kaltes sehen. Diese Winterszenen sind viel besser. Jetzt fehlen nur noch ein paar Snacks. Alex hat ihr einen kalten Lieblingscocktail gebracht. Wow, eiskalt und frisch. Annie hat ein paar Snacks vorbereitet. Aber er hat etwas vergessen. Alex will nicht, dass die Sandwiches kalt werden. Sie weiß, wie man sie warm halten kann. Legt Marshmallows auf ein Toastbrot und backt sie. Alex hat es übertrieben. Es ist viel zu heiß. Die beiden suchen sich die schönste Babykleidung aus. Es sieht so aus, als ob das Baby etwas will. Aber diese Cola ist zu warm. Monika weiß, was zu tun ist. Das ist schon viel besser. Und Alex' Baby hat Hunger. Es wird Zeit für einen Snack. Alex hat eine besondere Art zu kochen. Wow, das geht sogar noch schneller als mit einem Herd. Jetzt sind die Babys glücklich. Das Paar hat ein Geschenk für ihr Baby. Was für eine süße Puppe. Nein, warte. Wow, das nächste Mal müssen sie etwas Feuerfestes wählen. Die Mädchen haben außergewöhnliche Babys. Als Ross das Baby ansah, wurde er zu Eis. Und Annie hat es jetzt immer schön warm zu Hause.